Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender im Wald. Und zwar machen wir heute ein bisschen Ausrüstung. Nämlich das Ding hier. Der eine oder andere wird das vielleicht schon kennen, wie man das in den jeweiligen Packsack reinstopft. Variiert drum, vielleicht an der Optik. Aber am Flecktarnmuster erkennt es vielleicht der ein oder andere. Das ist nämlich britisch von den Menschen auf der Insel. Die haben da Spaß dran, in sowas oder unter sowas zu übernachten. Das nennt sich Basha oder British Army Shelter Sheet. Man findet es unter beiden Namen im Internet. Die gibt es noch zu kaufen, das sage ich gleich am Anfang vom Video noch. Wie alle gebrauchte Militärausrüstung werden die langsam knapp. Also wenn man sich da den Markt so anschaut, das mache ich ja seit Jahren, diverse Sachen sind inzwischen gar nicht mehr so einfach zu kriegen. Es kommt dann manchmal, bei manchen Sachen kommt dann nochmal eine Fuhre auf, dass man sie dann wieder kriegt. Zum Beispiel die Bundeswehr Elefantenhaut, die Mehrzweckunterlagplane, wo man halt einfach im Prinzip gerne mal drauf schläft. Die gibt es inzwischen wieder relativ einfach. Die war aber auch mal vor 5-6 Jahren oder was, war die kaum noch zu kriegen und sehr teuer, wenn man noch eine haben wollte. Inzwischen sind einfach noch mal ein paar aufgetaucht und jetzt sind sie wieder billig. Aber zum Beispiel die Bundeswehr Zeltbahn, hier das Ding, die ist inzwischen richtig teuer und ich hab zwei, die habe ich mal für einen Zehner geschossen. Ja, da waren die für einen Apfel und ein Ei zu bekommen. Fangen wir mal kurz mit der Zeltbahn an. Achso, und halt, was ich vergessen habe. Wenn man das derzeit beziehen möchte, bloß nicht mehr als 40 Euro für ausgeben. Es gibt welche für 40 Euro original. Das ist es. Ob das wert ist, kann man sich streiten, aber das ist der noch ein realistischer Preis für Liebhaber, die sowas gerne haben möchten, finde ich 40 Euro ganz fair. Es gibt sie aber auch auf eBay für teilweise 150. Also da muss man schon sehr verzweifelt sein. Gut, zurück zu BW Zeltbahn. Die BW Zeltbahn, das ist so ein relativ langes Stoffdingens hier. Ne? Also das ist so die Basislänge. Da ist Schluss und da ist Schluss. Und das ist im Grunde, wenn wir jetzt mal eine Seite auffalten, sehen wir, das ist im Grunde ein Trapez, heißt das, glaube ich, mathematisch. Ja, also das ist jetzt hier eine schräge Seite und jetzt hat man hier noch einen Lappen, der da dran hängt und der ist jetzt so dreieckig. So. Ja. Und insgesamt hat das, ich meine, der rechteckige Teil, das hier ist der rechteckige Teil, der ist jetzt ziemlich genau so lang, wie ich hier meine Arme auseinanderstrecken kann. Das soll ja angeblich so lang sein wie die eigene Körperlänge. Angeblich, das kommt ungefähr hin, nicht ganz. Ja, das ist 1,80. Also dieser Teil hier, ne? Der rechteckige. Und ich kann es nicht ganz ausstrecken, ich bin 1,90. Also das kommt ungefähr hin. Also 1,80 dürfte das sein. Man darf sich bei diesen gebrauchten Militärprodukten auch nicht hundertprozentig auf den Zentimeter genau immer darauf verlassen, dass das 100% immer ganz passt. Ist meine Erfahrung. Man sollte schon meinen, dass es ungefähr immer gleich ist, aber ja. Man hat schon anderes gesehen. Also das ist die BW Zeltbahn. Ne? Die habe ich schon mehrfach vorgezeigt, da will ich jetzt also gar nicht groß mit rummachen. Die ist das Shelter-System der deutschen Armee, ich glaube bis heute theoretisch, und wiegt 1,5 Kilo. Wenn sie nass ist, noch mehr, weil die ist aus Baumwolle. Ist also, sie ist lustig, man kann damit Spaß haben, als Zivilist wohlgemerkt, nicht unbedingt als Soldat. Und das war es aber im Grunde auch. Da hat, was das angeht, die Briten haben da eine erstmal erheblich leichtere Variante. Und das ist auch nur ein sehr, sehr enger Unterschlupf. Es gibt ein Halbdach, da kannst du dir nicht mal ein ganzes Dach draus bauen. Ja, nur so ein Schrägdach. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen in einem anderen Video von mir. Das British Army Shelter Sheet hingegen, oder eben auch Basha, das hat tatsächlich eine recht große Größe. Das ist, dürfte, ich glaube, 1,80 mal 2,50 grob, das messen wir nachher nochmal nach, ich weiß das nämlich nicht mehr genau, groß sein. Das ist also groß genug, um wirklich als richtig Tarp genutzt zu werden und nicht als so eine Dackelgarage da. Und das ist der Packsack, der da dazugehört. Den muss man in den meisten Fällen extra kaufen. Der kostet aber bloß ein paar Euro. Und ich habe meins übrigens mal geschenkt bekommen von einem freundlichen Zuschauer. Daher, ja. So.
Also Packmaß ist ungefähr eben dieser Beutel. Irgendwie kriegt man es rein. Man kann dann hier so eine Rolle draus machen. Man kann es auch ein bisschen kompakter, dann ist es halt eben ein bisschen dicker. Und wenn man da jetzt mal drauf guckt, dann ist das Erste, was man feststellt, hier hat es doch im Vergleich zu anderen zivilen Tarps erstaunlich feste Verstärkungen drauf. Das überrascht so ein bisschen, ne? Also wirklich so richtig mit dickem Textil nochmal die Ecken abgesteppt bzw. vernäht. Das scheint irgendwie übertrieben fest zu sein, zumal das Tarp selber von der Tarpmaterialstärke, das eigentliche Camouflage-Material hier. Ja, es ist schon recht schwer und recht dick und recht stabil, gar keine Frage, wie jedes Militärprodukt sind die ja immer ziemlich stabil. Aber auffällig ist halt dieser verstärkte Rand. Wozu der da ist, dazu kommen wir noch. So, und jetzt rollen wir dich mal aus und Farbe könnt ihr hier ganz gut sehen, das ist halt eben das Wood-Tarn von den Briten. Da sich die britischen Woods nicht so sehr von unseren Woods unterscheiden, funktioniert das auch bei uns im Wald ganz gut. Ja? Also ich sehe da jetzt nicht, dass das nennenswert, kann ich auch nicht wirklich beurteilen, nennenswert messbar schlechter wäre als Flecktarn der deutschen Bundeswehr oder als irgendwie das Tarnmuster von den Amis oder das Zeug, was die Schweizer im Einsatz haben. Wobei das von den Schweizern ist tendenziell ein Ticken rötlich-bräunlich. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Na gut, aber ja, oder die Österreicher, keine Ahnung, was die gerade haben. Wie ihr gerade hört, das macht Lärm. Das ist einer der Gründe, weshalb die BW-Zeltbahn aus Baumwolle ist. Die ist erheblich leiser vom Raschelverhalten her. Ja? So, bei solchen Militärausrüstungsgegenständen muss man sich immer fragen, ja, ist es denn ein Original oder ist es ein guter Nachbau? In diesem Fall ist auch die Frage, welche Version hat man da? Also ich weiß, dass bei der Zeltbahn es geringfügige Unterschiede gibt, von wann die ist. Ja, da gibt es so geringfügigste Unterschiede. Oder auch bei Bundeswehr Uniformsjacken und so ein Krempel. Da gibt es auch so kleine Unterschiede, von wann die ist, und Rucksäcke. Ja, verschiedene Modelle. Manchmal nur Kleinigkeiten, manchmal deutliche Unterschiede und ist trotzdem original. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, und da ich mich mit der britischen Armee überhaupt nicht auskenne, kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit selbst bestätigen, dass das ein Original ist. Aber ein Indiz, dass es vielleicht kein Original ist, auch wenn es qualitativ wie ein Original ausschaut. Ja, ich habe das auch schon ganz oft benutzt und es scheint mir eigentlich diese Robustheit von Militärprodukten wirklich aufzuweisen. Aber es ist 200 Gramm zu leicht. Es gibt Schlimmeres als 200 Gramm zu leicht, finde ich. nämlich wiegt nur 900 Gramm mit Packsack, circa, plus ein paar zerquetschte, anstatt 1100, knapp 1100 Gramm mit Packsack, was angeblich laut Internet das Original wiegen soll. Darum bin ich ein bisschen, ich weiß es nicht, hundertprozentig, ne? Aber gut. Ja, da muss man jetzt jemanden fragen, der sich damit eben ganz genau auskennt. Zum Produkt kann ich was erzählen, zur Historie, wann die jetzt wie was das Ganze in ihrer Armee eingeführt haben, weiß ich nicht. Es ist also ein eher kleines, in Anführungszeichen, Tarp. Ich würde daher im Regelfall für einen wirklichen Einsatz, Praxiseinsatz, das Ding als Ein-Personen-Tarp betiteln wollen. Es ist ja auch das, was ein Soldat dabei hat, also macht es auch Sinn, das Ganze als Ein-Personen-Tarp zu verwenden. Dafür ist es eines der größten Ein-Personen-militärischen Unterschlüpflein, die es da so gibt von den einzelnen Armeen, zumindest Europas. Und vielleicht einer der besten, könnte man schon so sagen. Die Österreicher sind mit der Kunststoffvariante von der BW Zeltbahn auch sehr, sehr gut dabei. In Kunststoff ist die nämlich viel, viel, viel leichter und dann ist sie auch deutlich weniger mies und saugt sich auch nicht so sehr voll, wenn es nass wird und wiegt dann nochmal eine Tonne mehr. Das passiert alles nicht, daher sind die Österreicher dann mit ihrer Plastikversion, glaube ich, ganz gut dabei. Aber mindestens auf dem gleichen Platz wie die Österreicher, tendenziell wegen meiner Meinung nach sogar auf Platz 1, was eben die militärischen Unterkünfte für den einen Soldaten angeht, sind schon die Briten in der Hinsicht. Ja? Also das Basha hat zu Recht einen gewissen legendären Status. Übrigens Basha. Basha heißt nicht etwa British Shelter Sheet
A, weil das A ist zu viel. Ja, also man kann versuchen, irgendwie aus British Shelter Sheet irgendwie Basha zu bilden, aber dann bleibt immer das A am Schluss übrig. Nein, das heißt British Army Standard Hotel Accommodation. Hotel Accommodation, ne? Ja, klingt toll, ist halt trotzdem eine Plane. Also das vielleicht noch als kleinen Fun-Fact am Rande. Zumindest hat man mir gesagt, das sei so, dass das so heißt. Ja, und jetzt hängen wir das Ding einfach mal auf, damit ihr mal so grob ein bisschen die Abmessungen erahnen könnt. Ach nee, halt doch noch nicht. Doch noch nicht, weil das Letzte, was ich mache. Was ich vorher noch kurz sagen wollte, was ist das eigentlich für ein Material? Vermutlich handelt es sich beim Stoff hier selber eigentlich ein Stoff um Nylon mit PU-Beschichtung. PU ist Polyurethan, das ist die Alternative zu Silikon, also die hochwertigen Stoffe, wenn es jetzt nicht unbedingt was ganz, ganz Fancyes sein soll, nämlich Dyneema, dann ist der hochwertigste Stoff für solche Materialien Silnylon, also silikonisiertes Nylon. Da kann man dann unterschiedlich viele Schichten Silikon aufbringen, auf der Vorder- und auf der Rückseite, und dann wird es irgendwann sehr, sehr teuer. Zum Beispiel doppelt beschichtet oder dreifach beschichtet gibt es inzwischen schon. Dreifach Silnylon auf beiden Seiten. Das ist schon, das kostet dann schon ordentlich Geld. Dass das die Armee nicht bezahlen möchte, ist klar. Dementsprechend haben wir es hier mit, so wie ich das sehe, schon auch schon doppelseitig beschichteten, aber irgendwie die Seiten fühlen sich unterschiedlich an. Ne? Die Innenseite hat eine andere Haptik als die Außenseite. Vielleicht gibt es inzwischen, oder das ist irgendwie eine andere Version, weil es halt auch leichter ist. Wenn es jetzt ein Original ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie inzwischen außen Silikon drauf haben, weil die Außenseite fühlt sich wie Silnylon an und innen, das fühlt sich an wie Polyurethanbeschichtung. Also das könnte man, das gibt es selten auf dem Zelt- bzw. Planenmarkt, dass etwas Silikon- und Polyurethanbeschichtung hat. Das spart ein bisschen Geld im Vergleich zu einer reinen Silikonbeschichtung. Und in dem Fall könnte ich es mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Zumal eine Polyurethanbeschichtung, die ist abriebfester. Also die ist mechanisch stabiler. Da kannst du mehr dran rumrubbeln und mehr drauf rumrutschen, ohne dass die kaputt geht. Das ist aber auch der einzige Vorteil. Ja, Silikonbeschichtung ist deutlich UV-stabiler. Das heißt, das Ding hat einfach eine längere Lebensdauer, weil es ja wo aufgehängt wird, wo normalerweise hin und wieder mal vielleicht die Sonne hinscheinen könnte. Und da ist Silikon dann schon einfach aufgrund der längeren Lebensdauer ein Vorteil. Außerdem sorgt eine Silikonbeschichtung für eine höhere Reißfestigkeit des Materials. Polyurethan tut das nicht. Und Polyurethan ist außerdem noch ein bisschen schwerer. So, ne? Und eben durch die geringere Haltbarkeit, was die UV-Geschichte angeht, löst sich das dann teilweise irgendwann auch mal ab. Nicht wegen mechanischer Belastung, aber wegen Sonne. Ja, das sind so die Vor- und Nachteile der einzelnen Dinger. Nachdem wir das jetzt auch geklärt haben und ich es einfach nicht hundertprozentig genau sagen kann, was da jetzt wie drauf ist. Es funktioniert bisher jedenfalls sehr gut, ist absolut wasserdicht. Also egal, was da bisher so drauf geregnet hat, nichts durchgegangen, überhaupt kein Thema. Es trocknet dann auch schnell wieder, saugt sich nichts voll und wir hängen es jetzt mal auf. Und da steht das jetzt. Das ist jetzt die Rückseite von Aufbaurichtung aus gesehen. Die ist nicht 100% straff gespannt. Das liegt daran, das kann man sich auch vielleicht gleich mal merken, ich habe hier direkt zum Boden abgespannt. Ich habe da noch so ein bisschen Schnürchen dran als Verlängerung von der eigentlich vorhandenen Lasche. Und wenn man es dann direkt zum Boden spannt, dann hat man natürlich, das hängt da ja direkt am Hering, da hat man keine Möglichkeit, da noch irgendeinen Schnellspanner oder noch irgendeine Spannleine anzubringen, mit der man dann nochmal nachspannen kann. Wenn man mehr Spannung drauf kriegen möchte, ist es also besser, da nochmal eine extra Spannleine dran zu machen. Man kann sich da auch natürlich gleich von vornherein Gummistrippe dran binden oder wie man das machen möchte. So, aber das Erste, was jetzt hier vielleicht auffällt, unten am Rand, im Gegensatz zu hoch, ist da unten eine deutliche Verstärkung zu erkennen. Da ist also wirklich sehr massiv gearbeitet und das hat auch einen Grund, denn das ist gleichzeitig als Tragetuch zu verwenden für verwundete Kameraden. Das sieht man auch, wenn man sich das Ganze hier oben mal anguckt, weil da gibt es interessanterweise einen Handgriff
und eine Schlaufe. Gut, die Schlaufe kann man natürlich eher zum Aufbau brauchen als zum Tragen. Und da ist nochmal ein Handgriff. Ja? Und noch ein Handgriff. Und da ist noch ein Handgriff. Ja, und mit vier Mann kann man dann einen verletzten Kameraden durchaus in der Gegend rumtragen. Und da machen dann vier Handgriffe schon Sinn. Jetzt war ich natürlich nicht bei der britischen Armee und weiß also auch nicht, wie man jetzt aus diesem Tarp eine Trage zusammenbaut oder ob man dafür zwei braucht. Zumal Handgriffe sind ja nur vier da oben vorhanden. Ne? Also hier an dem verstärkten Rand, der sicher auch nötig ist für die Trage und wahrscheinlich auch erklärt, warum das Ding eben diesen verstärkten, diesen sehr massiven Rand hat. Das wird da irgendeinen Zusammenhang geben. Aber wie man das jetzt genau zusammenbaut, das weiß ich nicht. Und bevor ich da jetzt vor mich hin spekuliere und irgendwas erzähle, was hinterher nicht stimmt, lass ich's und erzähl halt nichts, was hinterher nicht stimmt. Ja? Aber das ist schon bemerkenswert, eben diese Trageschlaufen. Wer möchte, kann jetzt diese Trageschlaufen natürlich auch noch zum Fixieren von irgendwas verwenden. Es scheiden sich auch die Geister, ist das jetzt innen oder ist das jetzt außen? Wenn wir da nämlich mal reinschauen. Schwupp. Und hier die Decke hier, die fühlt sich, das kann man jetzt nur schlecht sehen gegen das Licht, aber da ist die Verklebung, ne? Also die ist deutlich mit wahrscheinlich einem Polyurethanband verklebt, damit da kein Regen durchgeht, weil da ja recht viele Nähte verlaufen. Die Nähte sind ja sonst nicht wasserdicht. Und da gibt es auch nochmal eine Schlaufe. Und wahrscheinlich ist das die Innenseite, denke ich. Weil normalerweise ist die Verklebung der Nähte auf der Innenseite bei Tarps oder bei Zelten. Und drum gehe ich davon aus, auch wenn mir das noch nie jemand bestätigen konnte, dass das hier tendenziell eher die Außenseite sein wird. Man kann es aber auch andersrum aufbauen, dann geht die Welt auch nicht unter. Habe ich auch schon gemacht. Das ist also nicht schlimm, es ist dann trotzdem dicht und es gibt keinen offensichtlichen Nachteil, ob man es jetzt so rum aufbaut oder andersrum. Da explodiert nichts oder so. So, dann sind wir auf der anderen Seite und hier habe ich jetzt ein bisschen mit Strippe etwas mehr abgespannt. Das dient vor allen Dingen dem Zweck, dass man da noch etwas mehr Platz hat. Da könnt ihr ungefähr erahnen, wie viel Raum da ist. Wie gesagt, für eine Person, das langt locker. Da ist auch wieder ein Verstärkungsstreifen, auch vermutlich eben wegen der Tragefunktion. Theoretisch könnte man natürlich auch jemanden da drin einwickeln. Ich weiß nicht, ob die Tragefunktion so gedacht ist, dass man da wirklich den Kamerad einwickelt und dann oben quasi die Rolle oben an den Griffen nimmt und den Kamerad dann abtransportiert. Also vielleicht ist das so gedacht, aber das weiß ich eben nicht. Abspannpunkte könnt ihr hier sehen. Da hat es nochmal zwei so wirklich fette Ösen, die auch super stabil sind und nochmal eine Lasche und logischerweise sind auch an den Enden Laschen. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus und Abspannpunkte entlang des Giebels gibt es ja quasi unendlich. Und das ist es dann im Grunde mit den Features, mit den Funktionen, um auf Deutsch zu bleiben. Vom Raum her muss man jetzt noch mal kurz erwähnen, wenn man das militärisch nutzt, dann wird man es möglichst niedrig aufbauen. Das heißt, dann hat man nicht viel Sitzhöhe und kann da mehr oder weniger nur reinkriechen. Und dann macht es auch nichts, dass es jetzt ein bisschen länger ist wie breit. Aber ganz so geräumig, wie das jetzt im ersten Moment aussieht. Und das langt auch. Es langt auch wirklich völlig. Für mich absolut. Ich komme da wunderbar mit zurecht und habe da schon ein paar Mal drunter geschlafen. Also ein paar Mal, meins so 10 Mal oder sowas. Aber angenommen, der Regen kommt ganz steil von hier, dann regnet das da schon einen halben Meter rein, also einen halben Meter drunter, jetzt bei diesem Aufbau. Dann kann ich natürlich noch andere Aufbauten wählen. Und dann hast du gar nicht mal mehr so viel Platz, wenn wir von hier ausgehend da noch einen halben Meter abziehen müssen. Und da soll noch irgendwo die Ausrüstung liegen. Ja? Und dann will man noch einen gewissen Abstand zu den Wänden einhalten, weil die Wände werden halt irgendwann nass durch Kondenswasser, wenn jetzt nicht viel Wind geht. Und so riesig ist es dann schon nicht und drum gibt es eben auch viele Leute im Outdoor-Bereich, die einen 3x3 Meter Tarp haben wollen. Aber das bringt uns dann zu der Frage, wie groß ist denn das Ding eigentlich? Ich hole mal den Zollstock. So, also so eine Seite hier, so eine halbe Seite, die hat... Da sieht man, ich bin kein Handwerker, ich benutze so ein Ding höchst selten. 1 Meter...
Ja, das ist das. Jetzt wäre es dann wirklich geklärt, das ist kein Original, das ist zu groß. Ich dachte, ich habe mich schon gewundert, ne? Weil die Maße, das ist 1,10 Meter ungefähr. Moment. Ja, bitte, bitte. Jupp. Jupp. Also das hat 2,20 Meter. So, ne? So 2,20 Meter. Und das ist tatsächlich ein bisschen zu groß in Anführungszeichen. Wobei. Gut, ich habe einen Zollstock. Wir messen mal. Das sind. Also, ne, Pi mal Daumenmessung von jemandem, der nicht weiß, wie man mit dem Zollstock umgeht. 2,60 Meter. 2,60 Meter hier so, ne? Also nicht ganz die 3 Meter. Wie gesagt, viele Leute haben gerne 3 Meter auf das. Ich persönlich, wenn ich mir einen Tarp aussuchen kann, dann mache ich 2 mal 3 Meter. Das heißt, mir fehlen hier 40 Zentimeter. Die brauchst du nicht unbedingt, aber es gibt Situationen, da vermisst man die. So, und das da, also eine Seite hat 1 Meter. Moment, andersrum. Ich bin auch zu blöd zur Bedienung. 1,10 Meter. Ziemlich genau 1,10 Meter. Also mal 2,20 Meter. Also 2,60 mal 2,20 hat das Ding hier. Also jetzt zumindest die Version, die ich habe. Ob das jetzt ein Original ist oder nicht. Ich schreibe euch noch mal unten hin, was das Internet sagt, was angeblich Originalgröße sein soll. So, und damit man sich das jetzt besser vorstellen kann, so vom Raumangebot her, groß hinlegen tue ich mich nicht extra. Aber so wie ich es jetzt aufgebaut habe, kann ich hocken. Ich kann nicht bequem sitzen, also aufrecht. Das wäre dann so. Ja, das geht zur Not, aber dann stoße ich mit dem Kopf halt schon am Dach an. Natürlich ist es kein Problem, das Ganze einfach 5 cm weiter oben aufzubauen oder 10 cm oder auch 50 oder meinetwegen auch einen ganzen Meter, ist ja völlig egal. Nur je tiefer, desto besser der Wetterschutz. Ihr seht, auf der Seite, da kommt nichts durch. Auf der Seite zumindest mal reinwinden tut's. Ja, da geht natürlich trotzdem auch noch ein bisschen Wind durch. Also man kann das noch mal ein bisschen tiefer abspannen. Oder Pro-Tipp, Laub davor aufhäufen. Also wenn man es wirklich winddicht haben möchte von der Seite, wenn es kalt ist, dann macht man das mal ganz gerne. Habe ich auch schon häufiger gemacht. Dann versucht man schon, dass es ins Tarp reinzieht, soweit das geht, das zu vermeiden. Natürlich ist da hinten immer noch offen. Jetzt kann man die eine Seite auch runterspannen auf den Boden. Dann ist nur noch eine Seite offen. Und dann hat man, wenn man die in die windabgewandte Richtung aufstellt, recht guten Unterschlupf, was den Schutz vom Wind angeht. Und das ist dann auch wichtig, wenn es kalt ist. Apropos, langsam wird es kühl. Ne? Also ich bin da super zufrieden mit, ob das 40 Euro wert ist. Ich finde schon, ne? weil du kaufst halt Secondhand und das ist immer gut, weil das Ding ist nicht für dich produziert worden. Das gibt dem Ganzen einfach nochmal ressourcentechnisch einen gewissen Bonus, weil das ist ja immer noch ein Plastiktarp und Plastik ist jetzt nicht unbedingt das ethisch-moralisch allertollste Material. Ist auch nicht ganz so schlecht wie sein Ruf, wie ich finde, aber gerade wenn man es langfristig nutzt und da ist das Beste, was man machen kann, ist, dass man halt eben was Gebrauchtes kauft, das noch gut ist. Ja, und ob das Ding jetzt 40 Euro wert ist, mit dem Nostalgiefaktor und der Tatsache, dass es sich dann um ein gebrauchtes Militärprodukt handelt, würde ich schon sagen, meine Version ist auch wirklich noch tipptopp dicht und so weiter und so fort. Man darf allerdings nicht ganz vergessen, mindestens die alten Modelle sind halt auch stark Polyurethan beschichtet. Und Polyurethan, wenn sie schon viel Sonne abbekommen haben, das lässt halt irgendwann nach. Und damit könnte auch die Wasserdichtigkeit irgendwann mal nachlassen. Und da muss man dann schon gucken, dass man zwar gebrauchte, aber neuwertig gebrauchte erwischt, weil sonst hat man möglicherweise nicht ganz so lange Freude an den Dingern. Eine BW-Zeltbahn, die hält ewig und 3 Tage, dadurch, dass die halt eben keinerlei
abnutzenden Materialien enthält. Mag sein, dass die Beschichtung irgendwann, die wasserdichte Beschichtung, wenn die irgendwann durch ist, ist der Stoff immer noch wasserdicht, der quillt auf und wird dadurch einfach dicht. Der ist knatschnass, aber es regnet da nicht durch. Und es tropft da auch nicht dran runter, weil es ja das Ding da runter läuft. Im Regelfall, sage ich jetzt mal. Bei ganz, ganz schlimmen Situationen hat man vielleicht doch ein bisschen Tropfen von der Decke, ein bisschen Tropfsteinhöhle. Aber sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und dafür hebt es halt ewig. Ist aber auch saufschwer. Ne? Und ich finde, das ist schon von den Militärsheltern, die ich bisher ausprobiert habe, wirklich das Beste. Weil Gewichts-zu-Nützlichkeitsverhältnis ist wirklich so, dass man das auch im zivilen Bereich mittragen kann, ohne sich zu fragen, was soll der Blödsinn? Warum tue ich mir das an? Ja, es gibt natürlich noch leichtere Tabs, nur damit wir mal bei den Größenverhältnissen von dem Ding hier ziemlich genau das gleiche hat. Mein Selbstbautab, was ich gern verwende, was meine Frau mir genäht hat. Und das wiegt halt 300 Gramm ungefähr. Das Ding hier 900. 300 Gramm mit Schnüren und Heringen. Daher, also ungefähr ein bisschen mehr schon, aber nicht mehr viel. Ja. Das ist ein Thema, aber wem das egal ist, dafür ist das halt eben sehr, sehr, sehr robust und es ist schön tarnfarben. Das kann halt auch durchaus ein Vorteil sein, der einem persönlich wichtig ist. Ich bin ja kein Fan von Tarnkleidung, gar nicht. Damit möchte ich nicht rumlaufen. Ich möchte da keinen falschen Eindruck hinterlassen und niemandem Angst machen. Und ja, das ist mir persönlich wichtig, aber das kann man natürlich auch anders sehen. Bei Tarntabs hingegen, klar, warum nicht, ja? Wenn du dein Tarp aufgebaut hast, dann willst du wirklich nicht entdeckt werden. Selbst wenn du legal, Tarpen ist ja relativ legal, unterwegs bist, man will einfach die Störung nicht haben, man will auch niemanden jetzt provozieren, angelaufen zu kommen und daher finde ich das schon wirklich eine prima Sache. Ihr seht hier auch schön im Vergleich zum Waldboden, ne? Besonders abheben tut sich das nicht farblich. Also schon eine gute Tarnfarbe. Gut. Mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. Davon abgesehen ist das Video schon lang genug. Ich bedanke mich, dass also das British Army Shelter Sheet von meiner Seite aus definitiv eine Empfehlung. Aber es gibt auch genug andere Tabs auf dem Markt, die auch gut sind. Ne? So ist das ja nicht. Bis morgen. Tschüss.